Es ist eigentlich recht einfach, von Raffi zu Raffi zu wechseln. Zum Glück ist auch wieder nur einer mit dabei, bin ich noch froh. Machst du jetzt heute eigentlich auch so mit, Digger, Raffi? Ich mache heute Bist so du mit Tiger, schnell richtig. auch noch gäbig? Das heißt, du Ja. musst immer nie darum kümmern, wenn immer ein Raffi dabei ist, ist auch so mit Tiger dabei. Das ist gut. Da gibt es Social Media Fragen. Wegen dem habe ich zum Genau, Glück gefragt. das ist ja so. Und heute, da haben wir wirklich sehr, sehr viele Social Media Fragen bekommen. Ich habe das Fragebüchlein erst heute Morgen, glaube ich, um 9 Uhr online gestellt und es sind doch schon diverse Fragen gekommen. Also, das zeigt eigentlich, dass wir den Du richtigen hast Gast gepusht. ausgewählt haben. Du hast doch gepusht. Gib es doch zu. Ich habe es natürlich auch noch ein bisschen gepusht, das ist natürlich auch so. Aber wenn wir dann nur sagen, eben die Fragebox haben wir letzte Woche eigentlich wieder implementiert, dass wir die jede Woche eigentlich gerne bringen, wenn wir einen Gast haben, vor allem, vielleicht auch mal einen kennen haben. Also darum schauen immer, wer Gast könnte sein. Manchmal schon ein paar Stunden vorher, lohnt es sich reinzuschauen, damit ihr nachher eure Fragen könnt stellen könnt. Und ja, ich glaube, diese Woche ist ja nicht ganz so viel Hockey, kann man sagen. Champions Hockey League ist unter anderem. Gibt euch da auch ein bisschen Zeit, um das hier vorzuschauen oder zurückzuschauen. Und darum freue ich mich jetzt, einer von den, nicht der jüngsten, einer von den jüngsten Gästen, die wir hier haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Du weißt es nicht genau, was Ich ich habe erzähle. es eigentlich auch so anteasen mit einem der jüngsten Gäste, die wir je gehabt haben. Also, dann darfst du die berühmten Wörter sagen, oder? Willst du auch sagen? Dann würde ich sagen, pack off. Und das ist das 1 zu 0. Wahnsinnsmöglichkeit hier. Und ist er da? Herzlich willkommen, David Ciao Reinbacher. zusammen. Ciao. Hoi David. Ciao. Einer, wo wir ja gerne auch in der Schweizer Nazi oder so würden sehen, aber das geht nicht, auch wenn er eigentlich perfekt Mundart redet. Österreicher mit Schweizer Lizenz, darum keine Ausländerlizenz, ist noch ein Vorteil, kann man so sagen. Ja, aber trotzdem, wir trauern eigentlich schon ein bisschen nach, so 23 WM, also gut. Wir müssen nicht jammern, wir sind das Viertelfinale aus Schweizer Sicht, aber ja, dass da quasi du da nicht mit dabei bist in der Schweizer Nazi. By the way, das war ja eh nie ein Thema gewesen, denke ich, oder? Weil der Schweizer Pass gar nicht irgendwie annähernd Frage bei dir kommt, oder? Nein, also ich bin schon stolz Österreicher, da stehe ich dazu. Das Liebling hängt da gerade vor mir, ich sehe es gerade vor mir, ist immer wieder Freude, um das anlachen. Also mal, ich bin stolz Österreicher, ich glaube, das ist nie eine Frage zum Schweizer Pass beantragen. Ja, ich habe das wirklich auch schon ein paar Mal gedacht, als ich Lothar kommentiert habe und nachher dich gesehen auf dem Eis und nachher die österreichische Flagge hinten drauf, da habe ich gedacht, ist wirklich schade, schade, dass da keine Schweizer Flagge hinten drauf ist. Aber ich will gerade ehrlich bei der Aktualität anfangen, bei diesem Wochenende. Lothar, zwei Spiele, zwei Siege. Wie hast du die Siege erlebt? Zuerst Lausanne geschlagen am Freitag und dann am Samstag noch Langnau? Ja, ich glaube natürlich, ich glaube, jedem macht Spaß gewinnen. Ich glaube, jeder hat Freude daran. Wir gewiss sind zwei, sagen wir mal, wichtige Spiele, sind Konkurrenten für unsere Tabelle. Darum sind wir jetzt froh, haben wir die zwei gewonnen, 5 Punkte. Schönes Wochenende gewesen. Jetzt gestern noch Weihnachtsfeier gehabt oder halt Weihnachtsessen mit der Mannschaft. Hat sich auch noch gut da mit allen zusammen, Kirche Gaudi haben. Dem her, ist so super Wochenende gewesen. Nur ein bisschen Gaudi oder ein bisschen mehr. Jetzt haben wir noch fast eine Woche Pause. Jetzt haben wir schon mal können auf den Putz hauen, oder? Ja, ganz wenig. Also schon professionell. Professionell auf den Das Putz musst du jetzt hauen. sagen, das Das musst du finde ich jetzt noch geil. sagen. Das können wir auch gerne mal. Also professionell auf den Putz Ja, hauen. wir haben auch recht Nein. professionelle Weihnachtsessen. Genau. Ja, zum Wochenende nimmt mich schon ein Wunder, weil Kloten ist sehr gut in die Saison reinkommen am Anfang, nein, eigentlich nicht so gut, aber jetzt sehr gut sich etabliert in der National League. Aber jetzt vor allem die zwei Siege, wo man vor allem in Lausanne in Rückstand war, 1 zu 3, und das noch können kehren. Und auch gegen Langnau hat man den Ausgleich noch im letzten Drittel dann müssen, erzielen. Das sind schon ein bisschen, also das zeigt schon, dass die Mannschaft extrem intakt ist, habe ich das Gefühl. Also eben vor allem dann in Lausanne, ich bin dann nachher noch schnell geschaut aufs 49ing, weil ich das Spiel selber nicht gesehen habe, wie ausgeglichen das war. Und man hat den Sieg eigentlich definitiv gestohlen, weil es sind irgendwie 4 Expected Goals gegen Kloten, irgendwie 1,9 oder so irgendetwas. Also Lausanne musste eigentlich müssen gewinnen. Irgendwie 8 von 10 Spielen gewinnt Lausanne. Also ja, das, in der Mannschaft, da scheint es extrem zu stimmen, oder? Ja, es ist ein riesen Wille da. Jeder geht immer 100%. Wir wissen, wie wir der Underdog quasi sind, aber ich glaube,
Wir haben auch so gute Teamchemie. Jeder hat, sagen wir mal, sehr viel Spaß da, zum wieder oben spielen. Darum ist das, glaube ich, gut rausgekommen, das Wochenende. Du sagst, Raffi, 8 von 10 müsste ja Lausanne gewinnen. Das heisst, es hätte gestern auch müssen gewinnen gegen Ambri. Das heisst, alle nächsten Gegner werden gegen Lausanne müssen verlieren im Normalfall. Kloten und Ambri hätten einfach Glück gehabt. Gehört zu diesen 2 von 8 von 10. Nein, Spass beiseite. David, eben der Raffi hat es gesagt, offensichtlich läuft es sehr gut. Ich glaube, der beste Aufsteiger, den sie je gegeben hat, seit der Playoff-Einführung. Da bin ich nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall. Ja, Lausanne ist, glaube ich, auch noch gut gewesen. Es hat so eine Auflistung gegeben, ja. aber sie sind sicher sehr, sehr gut. Ja. Aber jetzt, meine, schlussendlich kann man sogar langsam kommen zu der Nähe von Platz 6. Also das ist, ja, ist eigentlich ein Wahnsinn. Und du bist im Aufstieg ja auch schon dabei gewesen, oder mit dieser Mannschaft aufgegangen. Es war relativ ein grosses Kader Anfang der Saison gewesen. Wir haben mit 2 Gruppen auch trainiert. Wie hast, zurückblickend, wie hast du das denn erlebt? Eben, als man zu dieser Mannschaft kommst, die wir jetzt haben. Ich meine, als Swiss League Meister bist du nicht automatisch gerade eine gute National League Mannschaft. Was ist vielleicht gerade im Sommer so wichtig, dass du jetzt an diesem Punkt seid, oder jetzt seid, möglicherweise, wenn du so zurückschaust? Also ich würde sicher sagen, einfach der Teamkern. Es sind ja sehr viele Spieler geblieben von dem Swiss League Team. Was uns sicher auch schon eben, wie vorhin gesagt, Chemie war sehr gut. Dann noch die neuen Importspieler, was wir gekriegt haben mit dem Jonathan Eng oder den Altonen, wo halt auch zum Beispiel wie ein Altonen sehr viel Erfahrung reinbringt in das Team. Das hilft sicher auch. Ja, ich glaube, durch das sind wir sehr gut zusammengewachsen. Haben ein cooles Team jetzt zusammengekriegt. Macht mega Spass, muss ich sagen. Eben der Flow, jetzt läuft es einfach, oder? Du das ja manchmal, beängstigend ist vielleicht das falsche Wort, aber du musst gar nicht hinterfragen, sondern macht einfach weiter. Oder wie ist das? Meine, wenn man gewöhnt, ist immer gut. Das ist ja nichts Negatives grundsätzlich. Aber es kann ja auch mal in die andere Richtung gehen. Wie fühlt sich das so vom Dings her an? Also, hat man das Gefühl, man reitet auf dieser Welle? Oder merkt man, hey, wir müssen aufpassen, weil es kann dann plötzlich auch in die andere Richtung gehen, weil wir da Sachen doch noch nicht richtig machen? Ja, ich glaube, es gibt immer etwas zum Verbessern. Unsere Spiele, wenn wir sie gewinnen, sind manchmal vielleicht nicht die besten. Es gibt auch Spiele, wo wir verlieren, wo wir sehr gut spielen. Von dem her müssen wir einfach an unserem Gameplan arbeiten, an unserem Spiel. Und wenn wir das in eine gute Form bringen, dann sieht man dann auch Endergebnis sicher. Wie hat man das vor allem auch Anfang der Saison geschafft? Eben, man ist in der Swiss League eigentlich fast durchgelaufen. Letzte Saison, man hat sehr viele Spiele können gewinnen. Und nachher am Anfang der National League Saison hat man ja ein paar Mal verloren gehabt. Und dann hat man wie es geschafft, irgendwie ein System zu ändern. Ich weiß es nicht, das kannst du uns sicher sagen, dass man dann sich an die National League können gewinnen und vor allem dann auch erfolgreich können spielen. Also das ist ja schon erstaunlich gewesen, weil am Anfang hat man gedacht, okay, die kommen jetzt recht unter die Räder, wie es auch schon letzte Saison gegangen ist, aber ihr habt euch dann können fangen. Ja, ich glaube, alles war sicher klar, damit es ein harter Start wird. Vor allem die ersten 10 Spiele haben wir sicher Zeit gebraucht, damit sich jeder mal ein das Tempo gewinnt. Da ist klar viel schneller, härter, ist alles viel besser im Mann. Aber danach noch 10 Spiele, hat es auch sicher ein, zwei Veränderungen gegeben in der Taktik, was sicher geholfen hat. Und dann ist eigentlich so quasi ja, der Stein zum Rollen gekommen, würde ich mal sagen. Dann ist alles langsam losgegangen. Inwiefern haben wir auch gemerkt, dass gerade Jeff Tomlinson einen ist, der schon mal durchgemacht hat, also mit Rappi. Ist es auch nicht ganz so darauf gegangen, auch damals bei ihm? Also wie sehr hat er vielleicht auch diesbezüglich etwas reinbringen können? Oder ist das gar nicht so der Fall, dass es eine komplett neue Situation jetzt war? Nein, also Jeff bringt ja sehr viel Erfahrung mit. Das hilft euch sicher auch mega. Er hat ja diese Situation mit Rappi auch schon durchgemacht und hat ein erfolgreiches Team jetzt draus gemacht oder übergeben, sagen wir mal so. Und ich glaube, auf dem Weg befinden wir uns gerade. Einfach müssen wir jetzt dranbleiben und nicht denken, dass es allein läuft. Eben, das ist auch ein bisschen vergleichbar mit Rappi, darum man auch gewusst hat, dass der Jeff Tomlinson wird Rappi verlassen, wo auch dann in den Aussagen der Spieler im Interview war, hey, wir haben wirklich auch nochmal alles für den Coach gegeben. Ich mag mich erinnern, Interview von Melvin Niffler, wo er das gesagt hat. Ist das bei euch jetzt auch der Fall? Oder? Es ist auch öffentlich bekannt worden, dass der Jeff Tomlinson nicht mehr Head Coach sein wird, wird im Verein bleiben. Aber ist das bei euch auch im Team der Gedanke, hey, logisch, wir geben alles, wenn wir das Libli haben und wir sind jetzt in der Nation, aber wir geben auch alles für den Coach. Ja, im Moment ist der Chef ja noch da, also von dem her können wir es noch geniessen. Mit ihm, also vor allem jetzt ich
Habe eine riesen Freude mit ihm, muss sagen. Er hilft allen, er weiß, wie er jeden, sagen wir jetzt mal, zum Behandeln hat oder wie er ansprechen muss. Er hat ein sehr feines Gefühl für die Menschen. Darum, ja, wir geniessen es einfach mit ihm und dann sehen wir, was Ende Saison rauskommt. Ich glaube, wir müssen einfach im Momentum leben, im Jetzt. Und dann sehen wir, was Ende März los ist. Eben der Mythos, wenn ich das sagen würde, Jeff Tomlinson, der hat ja schon so viel gesagt. Aber du hast jetzt gesagt, er ist ein sehr guter Mensch auch und so weiter und so fort. Also, was macht ihn aus, dass er eben so ein guter Coach ist? Sucht er auch viele Einzelgespräche, auf jede Eingehen, hat auch Lösungen taktischer Natur. Also, was macht ihn aus? Oder? Du hast jetzt auch schon ein paar Trainer in deiner Karriere gehabt, klar, noch nicht Hunderte, aber gleich, was macht ihn als Coach so gut? Ja, eben, wie du gesagt hast, wie er mit jedem reden kann. Er weiß, wie er jeden ansprechen muss, wie er mit ihm umgehen muss. Eben das Feingefühl mit den Menschen, das ist sicher ein großer Punkt bei ihm. Er redet viel auch mit jedem. Ja, durch das gibt er uns sicher auch das nötige Vertrauen wieder zurück. Und das andere ist schon ja sehr oft auch, soll ich sagen, einerseits ist der Coach, eben jetzt gerade Defensivcoach auch noch, weiß gar nicht, wer das Buch das eigentlich grundsätzlich macht, weißt du, Defensive Warte ich keinen, oder? Ja, genau. Er hat auch fast noch mehr zu, je nachdem natürlich auch natürlich. Und deine Verteidigungspartner, eben, du hast ja gesagt, Chemie im Team stimmt sehr gut, wir können einander auch Feedbacks geben, etwas nicht gut ist, etwas gut ist. Gibt es so quasi auch so Leute, die du vor allem eben, die, soll ich sagen, daran orientierst oder vor allem auch mit dir noch ja, auch mal Austausch hast? Eben, gerade Verteidigungspartner oder wer ist so ein bisschen das jetzt im Team hin? Und so sagst du eben, das hilft auch, eben, weil man einander auch wirklich sagen kann, wenn etwas nicht gut ist. Ja, also da gibt es einen, das ist klar, der Steve Kellenberger. Ich bin, würde man sagen, sehr nahe mit ihm. Er kommt mich jeden Morgen abholen, bringt mich ins Training, bringt mich auch heim. Ich sage immer so, okay, so, das ist mein Hockey-Papi noch. Ja, ich bin mega nahe eben mit ihm. Wir tauschen da sehr viel aus, wir reden viel, spielen auch jetzt zusammen in der Linie, was natürlich auch noch sicher das extra Sahnetüpfli bringt, würde ich mal sagen. Ja, und natürlich Ekstra Jonsson, was sehr erfahrener Spieler ist. Ich meine, von Rögle hat Champions Hockey League gewonnen. Von so einem kann sehr viel lernen. Und ist natürlich auch ein lustiger Garderobe. Schon, was ist das? Was macht der Garderobe in dem Fall? Ja, der mit seinen schwedischen Sachen, also ich sage jetzt, er spielt sehr gerne Spikeball. Also du siehst ihn sehr wenig aufwärmen, sagen wir so, Okay. in dem Spikeball spielen und halt, ja, er lacht einfach die ganze Zeit. Ich glaube, er bringt so das Smile in die Garderobe rein. Das ist auch eine Social-Media-Frage, wenn ich schon mal eine erste reinwerfen darf, bevor dann noch ganz viele andere kommen. Das war, mit welchem Verteidiger dass du am liebsten zusammenspielst. Also das ist eigentlich die Antwort, die du schon gegeben hast. Oder Kellenberger und Egesar Jonsson sind so ein bisschen die Verteidiger, die du am liebsten zusammenspielst und auch am meisten kannst lernen. Ist das, kann man so abschliessend sagen? Ja, so kann man es sagen, ja. Und das Tief ist eigentlich auch gelehrter Stürmer-Kellenberger. Es ist noch ins Offensive gut, beim Egesar Jonsson natürlich auch. Also, komplette Verteidiger, oder eigentlich grundsätzlich, dass du ja auch watch sein, oder möglichst zwei Wege komplett. Ja, genau. Das ist schon das. Wir können jetzt mal geschehen, jetzt haben wir vor allem über Kloten geredet, noch ein bisschen mehr auf deine Karriere eingehen, mal so kurz. Mal jetzt rein hockeytechnisch gesehen, was eigentlich eine Auffällung ist, wenn du so ein bisschen, gut, das ist jetzt Elite Prospects, aber das haben wir gelesen, kann sehr lang. Bist du gerade bei der U-Auswahl, also bei den Junioren-Nazis, eigentlich gar nicht aufgetaucht und auch gar nicht in die nähere Auswahl gekommen, eigentlich jetzt bis zur U20-Nazi? Ist es so gewesen, weil du sehr lange unter dem Radar gefragt bist, weil du in der Schweiz warst, obwohl sehr viele Österreicher in der Schweiz, oder hat es einfach gegeben, an einem gewissen Leistungsniveau plötzlich Trainer gekommen und gesagt, hey, du bist so gut, oder wo ist das der Sprung eigentlich, als du plötzlich auch ein Thema geworden bist? Wenn du gut bist, sehen wir jetzt ja alle, aber irgendwann ist ein Grund gewesen, als vorher nicht aufgeboten worden bist, auch. Oder weißt du das, warum das denn so war, dass so lange eigentlich gegangen ist, bis mal ein U-Nazi aufgeboten worden bist? Das, also genau, ich wüsste jetzt nicht, wieso. Ich war davor immer so die U11 oder U13 Auswahl, was da immer gegeben hat. Bin ich schon dabei gewesen, aber danach, ich glaube, habe ich nicht so
jetzt mal sagen, den Fokus auf das gelegt habe. Ich war eben dann in der Schweiz, habe hier auf 15, 17, dann auf 20 gelaufen. Und dann ist es ja letztes Jahr relativ schnell gegangen, eben da mit der U20 im Dezember aufgebaut gekriegt, danach noch U18 BWM gespielt. Und dann ja, ist eigentlich alles relativ schnell gegangen. Aber genau wüsste ich jetzt nicht, wieso und weshalb ich da nicht aufgeboten bin. Aber vielleicht will man sogar noch Hagi den Weg schnell erklären. Oder alle reden von David Reinbacher. Man kennt dich jetzt, aber wie dein Weg überhaupt war, ist vielleicht gar nicht allen bekannt. Du korrigierst mich, wenn das nicht stimmt. Eben, du warst zuerst bei Rheintal, wo wir ja kennen, wo viele österreichische Spieler herkommen. Und dann bei der U15 zu Kloten. Seit dort nur das Klotenliebli in der Schweiz. Dann eben dort Juniorenstufe gemacht, auf 15, auf 17, auf 20 Swiss League. Und dann mit 16 Swiss League Debüt gegeben, mit 17 aufgestiegen und jetzt in der Nazi A. Also das ist so ein bisschen dein kometenhafter Aufstieg, oder? Das ist so ein bisschen dein Weg, den du gemacht hast. Hast du dir das, ist das so geplant gewesen? Oder wie ist vor allem auch der Wechsel nachher zustande gekommen von Rheintal zu Kloten? Wie hat es das überhaupt gegeben? Es hat auch noch früher angefangen. Du hast Lustenau angefangen, oder hast du ganz, ganz früher? Ja, genau. Genau, Lustenau habe ich angefangen. Dort hat auch mein Papi Hockey gespielt. Ja. Und dann in die Schweiz über Rheintal. Mal, ja, der erste Schritt so ein bisschen in die Schweiz und von dort aus dann auf Kloten. Der Grund eigentlich war, mein Bruder hat schon da gespielt bei Kloten und ich habe gewusst, ja, damit ich einfach, ist ja kein Dorfverein jetzt Rheintal, aber halt, ich muss schon zu einem, sagen wir mal, angesehenen Club gehen, um mich selber weiterentwickeln und dann ist Kloten eigentlich auch gerade entgegengekommen und ich habe mich da gerade mega wohl gefühlt, weil eben auch mein Bruder da war. Dann hat das gerade alles gepasst und dann hat es mich hierher gezogen. Es ist ja so, eben Österreicher kommen gerade tief vom Vorarlberg, kommen sehr oft in die Schweiz. Eben, es hat auch die Zeit gegeben, wo Vorarlberg mal zur Schweiz hat wollen, dazugehören, nur zum sagen, es war nicht so weit weg, dass das auch ein Kanton von Schweiz wäre. Anyway, nein, aber was ist bei dir der Grund, dass dein Vater schon gespielt hat, du hast es gesagt, eben die Brüder sind ja auch schon in die Schweiz gegangen. Ist das eigentlich der Grund, dass es auch vielleicht der Familie geheißen, du, wenn du willst, gegangen in die Schweiz, weil es ermöglicht dir ja einfach auch mehr, oder? Wenn du natürlich die Schweizer Lizenz nachher kannst erwerben. Du weißt nicht, wo es hergeht, das ist klar, zu dem Moment vor der Karriere. Aber es war für dich so der Hauptgrund, mal in die Schweiz zu spielen. Oder wer hätte dich auch motiviert, vielleicht sogar das so zu machen? Ja, ich glaube, mein Bruder. Er war schon immer für mich so ein bisschen so das Vorzeigebild, sagen mal, ich habe immer zu ihm aufgeschaut, er ist 2 Jahre älter wie ich. Durch das hat es mich eigentlich dahergezogen. So jetzt einen genauen Grund gibt es nicht. Ich einfach wegen dem Bruder, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe mir auch natürlich Red Bull Akademie angeschaut, was sich auch für viele Österreicher so ein kleines Ziel ist. Aber ja, ich habe mich dort einfach nicht so wohl gefühlt. Und da hat es gleich gepasst. Aber gleich ist es am Anfang, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Oder man hat ein paar Interviews können lesen, dass am Anfang haben wir oft gependelt. Also du hast nicht können Auto fahren, kannst immer noch nicht Auto fahren, das haben wir mit dir auch noch gut, bist ja noch am Lernen. Du hast am Anfang immer müssen pendeln. Also ich habe gelesen, irgendwie um 4 Uhr am Nachmittag ist es losgegangen, auf Kloten trainiert, Mitternacht zu Hause war, im Auto hast du noch Aufzüge gemacht und so weiter und so fort. Also das stelle ich mir schon noch ziemlich heavy vor, oder? So als 15-, 16-Jähriger immer pendeln und alles im Auto machen und so weiter. Also wie hast du die Zeit erlebt? Ja, viel ist mir eigentlich gar nicht geblieben. Es ist mega schnell vergangen. Langsam hast du dich daran gewöhnt, immer das hin und her fahren. Ich glaube, es war eher anstrengender für die Eltern und für die Familie, da das hin und her fahren, immer im Auto sitzen. Was ich natürlich auch mega dankbar bin. Aber ja, ich bin auch ehrlich, ich habe noch ein bisschen Heimweg am Anfang. Ja, ich bin so ein Familienmensch. Und dann sind wir das erste Jahr pendelt und danach hat der Papi gesagt: Ja, schau, dann nehmen wir gerade eine Wohnung da. Wenn der Bruder schon da ist, dann hat es einen Männerweg gegeben, was sicher auch noch eine lustige Zeit war. Ja, das glaube ich definitiv. Wie lange hatte er die Wege gehabt? 2,5 Jahre haben wir sie gehabt. Und in Kloten nachher, okay. Ja. Und dein Vater hat immer in Österreich gearbeitet? Oder ist es einfach aufgegangen von ihm, vom Arbeitsweg her? Oder vom Sein? Du musst ja das alles noch handeln. Also, Wohnung nehmen ist Senden, aber es muss ja aufgehen. Ja. Der Papi ist selbstständig, er hat sich dann da ins Büro genommen und hat von da aus arbeiten, was sicher auch noch gut war für ihn und für uns natürlich.
Und eben, du hast die Brüder erwähnt, das spielt in Österreich, hat da bei der Vorarlberg Pioneers, dem neuen Team, ja angefangen in dieser Saison. Ist das Lust noch gewesen und dann auch noch in der dritthöchsten Liga, er ist auch Verteidiger. Wie sehr habt ihr Austausch oder wie sehr geht ihr, wenn es geht, zeitlich auch mal aufeinander vielleicht das Spiel schauen? Wie muss mich das ein bisschen vorstellen, eher familiär? Ja, also wir facetimen viel, muss ich sagen, sicher zweimal in der Woche. Haben wir einen Austausch und natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Nazi-Pause haben oder bevor ich in die Nazi gehe auf Österreich und ich kann noch heimgehen und er hat gerade Spiel, dann gehe ich sicher seine Spiele schauen. Was ich gerade heute gehört habe, wo man angerufen hat, kommt er am Samstag schauen. Freue mich sicher. Hast du besonders Mühe gegeben dann? Ne? Ja, einfach spielen. Freude haben. Ja, was sicher auch cool ist, er bringt noch ein paar Kollegen mit, die auch die Zwerge kennen. Und dann ist sicher eine Kollegengruppe da, was ich auch kenne, ein paar. Ja, aber sonst eben FaceTime. Und wenn ich zu Österreich bin, vor allem im Sommer, Wochenende, machen wir sehr viel zusammen. Ja, ist halt so, gell, die Bruderschaft, würde man sagen. Der ältere Bruder wird immer so ein bisschen besser sein, zeigen, was er kann. Aber da sticht eine Menge Schuss. Ja, das ist alles. Also geht es einfach am Samstag noch professionell ausgegangen, oder? Nach dem Spiel auch? Nein, er fährt wieder heim. Er kommt okay. Mit dem Auto. Ich habe ihm gesagt, es gibt da keinen Platz zum Schlafen. In dem Alter sind wir draußen, damit er da schlafen kann. Nein, ich gehe wieder heim mit den Kollegen. Ja, vielleicht irgendwann. Wenn ich mal wieder nein, muss er nicht sein. Ja. Geh mal heim. Du hast ja Dominik Zwerger angesprochen. Wir haben ja diverse Österreicher bei uns in der Liga. Wie ist eigentlich der Austausch? Gibt es da einen Gruppenchat auf WhatsApp? Die Österreicher nein. In der National League? Oder wie läuft das genau ab? Nein, das gibt es nicht. Man redet sicher nach dem Spiel immer wieder mal. Was aber sicher Spass macht gegen sie zum Spielen, wenn man sie wieder in der Nazi sieht. Von dem her ist es sicher lustig. Was natürlich auch cool ist, mit einem noch in der Mannschaft spielen, eben mit dem Obrist. Mit dem habe ich sicher auch einen engen Austausch, der ja mein Landsmann ist. Dann passt das sehr gut. Du hast noch Familie eben. Wir haben das letzte Mal gekommen, mit der andere Heim, der Ambri Stürmer zu Gast hatte. Seine Schwester spielt auch Hockey, Vater ist Eismeister und es funktioniert noch alles, kommt zueinander. Jetzt bei dir eben, die Brüder spielt Hockey, die Vater hat gespielt. Wie stört so, soll ich sagen, jetzt die Aufteilung? Im Austausch hast du gesagt, der alte Bruder wird immer der Beste sein, dann stehst du raus, man kann sich challengen. Weil ihr auch quasi den Vater übernommen oder die Mutter jetzt so, dass es ja auch so gut auch funktioniert. Und schlussendlich ist es am Schluss ja auch eine Familienangelegenheit. Ja, also ich muss sagen, zum Papa habe ich gesagt, jetzt ist er Zuschauer geworden. Er darf jetzt zuschauen und mitklatschen. nein, wir haben gesagt, daheim ist das Hockey das Tabuthema. Also okay. Eine hockeyfreie Zone. Aber könnt ihr das Kopf. Wirklich immer einhalten? Ja, also er nicht, aber ich schon. er fragt nicht mehr schon nach, was so läuft und so, aber er im Moment hebt es sich relativ gut, muss ich sagen. Aber sonst, eben, können wir schon mal wieder fragen, aber nein, sonst passt das sehr gut. Der Papi hat seine Inputs gegeben, aber ich glaube, jetzt ist er Zuschauer, oder wie vorher gesagt. Aber ist es in dem Fall wichtig für dich, eben, dass du zuhause eigentlich kannst abschalten und es ist okay, ist in der Eishalle, ist mit den Teamkollegen, aber zuhause einfach mal ein bisschen wegkommen von dem Ganzen. In dem Fall scheint dir sehr wichtig zu sein, so wie du das sagst. Ja, sehr. Also ich bin eben ein Familienmensch. Darum ist mir das sehr wichtig, auch zuhause mit der Familie zu sein. Auch die Zeit neben dem Hockey geniessen. Es gibt auch andere Sachen wie nur das Hockey. Ich glaube, das hast du jeden Tag. Deswegen bin ich froh, wenn daheim das Hockey wegfällt. Genau, das muss ja auch noch Spass machen. Ach, sorry, ist okay, blöd. Ja. Nein, ist schon gut. Wausi, mach rum. Ja, eben wegen der anderen Sache. Eben, da muss ich schon noch mal einhaken wegen dem Führerschein oder wegen dem Autofahren. Genau. Das haben wir auch im Vorfeld diskutiert. Genau, im Vorfeld haben wir das diskutiert. Du hast nachher noch Fahrstunde, oder wie ist das genau? Ja, genau, nachher habe ich noch Fahrstunde. Ja, ich glaube, der Kelly ist langsam froh, wenn ich mich los hätte. Er kommt mich doch jeden Morgen holen. Bringt mir auch immer Sport heim nach dem Spiel. Nein, ich bin sehr dankbar, damit er das macht. Ich schätze das sehr. Ja. Und wie weit bist du bei der Autoprüfung? Also wie viele Stunden? Also heute ist die erste.
Aber ich bin. Also alle gut beim Rauslaufen. Nein, also ich bin schon viel gefahren, auch mit dem Papi. Ja. Wenn ich dann auf Österreich gefahren bin, bin ich nicht gefahren. Also ich glaube, ich habe es schon im Griff. Also jetzt keinen Panzer müsst ihr euch nicht kaufen, aber schon okay, aufpassen. Aber das Ziel ist, du hast gesagt, wenn ich schon während der Saison immer noch, du musst es immer noch schauen, dass es nachher dann reinpasst, dass eigentlich am Ende der Saison im Sommer umeinander die Prüfung hättest, oder? Das ist, glaube ich, so. Ja, das Ziel ist so knappe 4 Monate, damit ich sie habe, damit ich dann fürs Sommertraining bereit bin, zum selber fahren. Siehst du mal, der Kellenberger, dann kannst du chauffieren und nicht er nachher dann die muss. Das wäre doch. Ja, ja, dann ist eine Tour. Dann fahre ich in 1,5 Jahr lang um. Das ist gut, das sollten wir dann mal nachher kontrollieren, nachfragen beim Kelly. Nein, das ist doch gut. Und du hast auch noch gesagt, auch arbeiten noch tust. Also du bist ja auch zur United School. Ich weiß nicht, ob das jetzt fertig ist. Oder was eben, jetzt ist Fahrschule, arbeiten. Wie sieht es diesbezüglich jetzt eben aus? United School, das habe ich mal nicht mehr noch gesehen, dass du da noch bist oder ja, den Abschluss machst. Also dort bin ich jetzt im 3. Jahr. Ich habe die ersten 2 Jahre Schule abgeschlossen, die ersten 2 Fächer. Jetzt bin ich am Arbeiten bei der Firma Alme, ist ein Sponsor für uns. Hat gerade gut gepasst, habe ich etwa 10 Minuten zu Fuß von der Halle aus. Ja, bin mega froh, sehr rücksichtsvoll sind sie. Geben mir viel Freizeit neben dem Hockey. Also bin ich mega froh, mit so einem Chef gekriegt haben. Wie ist es da mit dem Pensum? Also, wie viel also, schaffst du? Und... Ja, ich glaube, vorher war mal von der Schule gewesen, oder was ungefähr heißt. Es sind, glaube ich, 22 Stunden oder so. Aber also, ich muss den Schluss vorgehen noch? Ja, also vorher, sie sagen, du solltest schon auf eine Höhe, also etwa 22 Stunden haben, aber was ich etwa komme, ist so plus minus 12 vielleicht, wenn es mal gut kommt. Das ist mal eine gute Arbeitswoche. Schule lässt hoffentlich nicht zu. United School hört nicht zu, ist gut. David macht das richtig, ist alles tiptop. Er kann eben doppelt so schnell arbeiten, darum ist das kein Problem. Genau, System. Genau. Ja. Mitarbeiter des Jahres. Genau, ist gut. Aber das heisst, du bist nächstes Jahr fertig mit dieser Ausbildung? Genau, ja. Also das führt mich eigentlich schon zu der nächsten Frage, apropos nächste Saison. Wie dort natürlich die Player aussehen, oder? Im Sommer da ist der Draft. Und viele Fragen sind gekommen, zum wieder eine Social-Media-Frage zwischen deinen drei werfen. Das ist eigentlich die am häufigsten gekommen ist. Bist du nächste Saison noch in Kloten und mitverbunden, kannst du dann deine Ausbildung abschliessen nächste Saison? Weil Übersee, Ausbildung in der Schweiz abschliessen, wird wahrscheinlich schwierig. Ja, das ist so. Nein, ich glaube, über das müssen wir jetzt uns noch keine Gedanken machen, weil das ist jetzt noch ein paar Monate entfernt. Wir sehen, was rauskommt. Klar, ich fühle mich da mega wohl. Ist immer eine Riesenfreude, da zu sein. Aber ich glaube, wir sehen, was dann im Juni, Juli rauskommt. Ich glaube, die Frage können wir jetzt noch nicht ganz beantworten. Sonst kommen dann nur falsche Antworten raus. Sehr, sehr diplomatisch. Er weiß, wie es geht. Aber ich darf nicht vergessen, was ich hier noch erwähnen. Du bist ja im letzten Sommer schon drafted worden im Import-Draft von der Canadian Hockey League. Von den Sarnia Stings, glaubst du. Und die machen es meistens auch mit der Absicht, als hoffentlich übergehst. Ich denke, sicher mal das Thema im letzten Sommer. Was war für dich noch der Grund, dass du gesagt hast, nein, Juniorenliga nicht, ich bleibe in der Schweiz, ist es, weil du gewusst hast, ich habe einen fixen Kaderplatz. Oder? Ich muss mir das vorstellen. Nein, also ich glaube, fix ist es nicht gewesen. Ich habe mir das auch müssen, arbeiten. Aber ich habe mich da schon im Team, eben, wie gesagt, wohlgefühlt. Ich habe das Profi-Hockey mega cool gefunden. Es ist einfach ja, eindrücklich zum Vergleich jetzt zum Junioren-Hockey, wie sie arbeiten und einfach, was das für ein Speed da ist. Von dem wollte ich einfach da bleiben. Die Familie ist auch da, also passt das sehr gut. Du hast gesagt, dass als Familienmensch. Und eben, glaube ich, das da von Kloten-Fans, tut das einfach mal so in den Raum stellen, muss es nicht beantworten. Aber optimistisch stimmen, wenn du drafted wirst, ist es auch, dass der direkt in den NHL kannst, das kann passieren, aber sehr oft für die Organisation ja, was ja im Ideal, wenn du schon Profi spielst, oder? Hat eigentlich auch Freude. Du spielst schon gegen gestandene Spieler in dem Sinne, also wenn du das jetzt schon hast, ist durchaus möglich, ja, dass nachher vielleicht noch so 1-2 Jahre zu Kloten, nachdem bist, mal schauen. Ja, ja, das sehen wir ja dann. Genau. Und eben, du hast gesagt, du hast den Platz müssen erkämpfen und ich habe natürlich dann noch ein bisschen auf die Statistiken geschaut, was wirklich sehr eindrücklich ist. Also eben letzte Saison
Swiss League, wo du eigentlich durchgestartet bist, ein bisschen mehr als 12 Minuten Eiszeit. Jetzt bist du in die National League gekommen und hast ein bisschen mehr als 18 Minuten Eiszeit. Also du hast noch mehr Verantwortung, aber eine höhere Liga. Also das hat mich schon auch noch beeindruckt. Eben, es ist nicht einfach, ja, wir setzen auf die Jungen, wir sagen das, sondern man macht es eben auch in Kloten, man macht es vor allem eben auch mit dir in der Verteidigung. Und allgemein hast du am zweitmeisten Eiszeit von allen Verteidigern bei Kloten, nur der Eke Saljonsson hat mehr. Und mit Schweizer Lizenz hat nur der Kellenberger mehr. Also man sieht, man setzt definitiv auf dich. Ist das eben Anfang der Saison in dem Fall noch nicht so klar gewesen? Hast du wirklich müssen, logisch mit den Leistungen, dass du das müssen erkämpfen, aber bist selber manchmal erstaunt, wie viel dass du eingesetzt wirst und wie viel Vertrauen dir der Jeff Tomlinson schon jetzt gibt. Eben mit 18, du bist im Oktober 18 geworden und ja, bist eigentlich immer auf dem Gletscher, oder so viel Eiszeit. Ja, ja, sicher. Also ich hätte das sicher nicht erwartet, wenn ich gerade in so eine Rolle reingehe. Was ich auch natürlich sicher dankbar bin, damit ich so ein Vertrauen von ihnen kriege und sie so auf mich setzen. Ich glaube, ich muss es auch mit guten Leistungen zurückzahlen. Und dann bleibt das so oder wird natürlich noch grösser die Zeit. Als junger Spieler willst du ja so viel spielen wie möglich. Ja, aber eben Anfangssaison hat man mir nichts geschenkt. Ich habe müssen das erarbeiten und dann ist es von Spiel zu Spiel einfach immer mehr geworden. Und das andere ist auch, eben, es kommt der Draft, kommt da noch, es sind auch viele Sachen eigentlich. Du warst rund 20 WM gewesen, bei den Österreichern, auch als Topspieler dann, drin. Also überall wirst du angepriesen, wirst du gelobt, hast du entsprechend noch gute Leistungen. Wenn du bist du von 18, wie tust du dir das selber jordnen? Hilft dir, dass du eine Familie hast oder kannst sagen, hey, Hockey ist weg und ich kann mich wieder konzentrieren aufs Eis gehen? Oder wie tust du das handeln? Weil es ist ja gleich immer Gefahr. Man will ja nicht irgendwie abheben oder so. Es ist ja gleich immer da überall auf allen Seiten. Lob ist ja schön, aber ja, wie probierst du das so ein bisschen flach zu behalten mit der Leistungskurve, die so weit drauf geht, wie es jetzt geht? Man ist ja beeindruckend. Ja, ja, eben mit dem Kelly kann ich viel reden über das. Er hilft mir dann mega. Er hält mich schon am Boden. Auch die anderen Mitspieler geben mir gerne mal ein bisschen etwas mit, würde ich mal sagen, damit ich da schön auf dem Boden bleibe. Ich glaube, man muss nicht abheben. Ich würde sagen, in meinem Alter nicht, noch nicht viel erreicht, was man erreichen will. Klar, macht Spaß schon in so einem jungen Alter, so eine Rolle haben im Team und so viele Spiele. Aber ich glaube, wir müssen im Momentum sein, jeden Tag geniessen. Ich meine, es ist ein Privileg, damit man mit 18 in die Halle gehen kann und quasi seinen Traum schon ein bisschen leben. Deswegen, ja, einfach jeden Tag Freude haben, den Spass nicht verlieren. Das sind die anderen Spieler, die behalten dich ein bisschen am Boden. Wie ist das eigentlich? Früher war es so, dass die Jungen im Team manchmal nicht mehr so die Flaschen füllen, die Böcke zusammennehmen. Nachher das Drama von einem Walsi, gell? Ja, nachher irgendwann, ja, wirklich, nachher irgendwann mal nur eine Rookie-Challenge machen. Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Oder wie sieht das allgemein jetzt aus im Profi-Hockey bei Kloten? Sind die Jungen immer noch für das zuständig oder sind die Rituale verschwunden? Nein, die Jungen haben schon noch ihre Ämter. Ich glaube, das gehört auch dazu, der gewisse Respekt zu den Eltern. Welche Ämter? Also im Gar, eben der Müllsack dann durchgehen, dann die Flasche, also die Wasserflasche in den Bus einladen, die Böcke zusammen und die Lieblings verteilen. Ich glaube, da hat jeder Junge so ein kleines Ämter, wo er macht. Wir helfen uns einfach gegenseitig. Ja, das ist einfach der gewisse Respekt, was wir haben von Mensch zu Mensch. Das ist eigentlich auch immer da, das vergisst man manchmal auch, oder? Wenn es wirklich so ist, ist es auch in der Schule fürs Leben. Nachher kommt ja da wieder etwas mit über. Irgendwann kannst du auch wieder Jüngeren mitgeben. Oder warum machen wir das? Respekt nachher von den oben dran. Das ist eigentlich noch spannend. Es geht nicht immer um Sport im Hockey. Manchmal lernt man tatsächlich etwas fürs Leben. Ja, sicher. Ich glaube, jeden Tag ist in der Garderobe lernen. Man lernt immer etwas Neues dazu mit den Altersspielen. Ich meine, die haben schon mehr durchgemacht. Oder zum Beispiel wie ein Kellenberger, doppelt so alt wie ich, bald. Deswegen kann man sicher viel lernen. Was mich auch noch wundert, ja, Hagi, willst du noch fragen? Nein, ich habe gesagt, wir machen dann auch so mehr in ja, den Schub. Ja, das ist gut. Bevor wir die restlichen Fragen haben. Ja, aber nein. Warte, ich muss noch eine Frage stellen, die wir wirklich machen. Wegen dem NHL-Draft, wo wir vorher waren. Ich bin mal in Langnau kommentieren. Also Langnau-Klot. Und dort waren es, glaube ich, über 15 NHL-Scouts gewesen, oder ich weiß auch nicht, wie viele. Und irgendwie hat sich das durchgezogen bis zu der U20. Wir haben das einfach immer, wenn Kloten gespielt haben, sind die Pressetribünen voll gewesen mit NHL-Scouts.
Und was mich da Wunder nimmt, ist, ob du das überhaupt mitbekommen hast, wer alles dort ist, vor allem auch wie viel. Manchmal sind es sogar über 20 gewesen, also es war Wahnsinn gewesen. Und eben, die sind ins Ammital hinterher schauen, hauptsächlich wegen dir. Kambli wollen Gutzli holen eigentlich. Ja, genau, genau. Sie sind einfach die guten Pommes ausprobieren in Langnau. Nein, das hat mich schon erstaunt, oder? Und wie du mit dem Druck umgehst, oder von irgendwo wirst es, denke ich, jetzt mal erfahren haben, oder ob du wirklich kannst sagen, ja, mir ist eigentlich egal, wer auf der Tribüne hockt, ob jetzt mein Bruder eben am Wochenende kommt oder irgendwelche NHL-Scouts, ich spiele einfach mein Ding, oder ob das in deinem Kopf etwas verändert hat? Nein, also ich würde sagen, nicht gross. Klar, ist von jedem Kind so quasi der Traum, um eben den NHL-Draft zu schaffen und eines Tages mal in der NHL zu spielen. Aber ich glaube, ich kann das sehr gut ausblenden. Es läuft viel im Hintergrund, eben über den Agenten, auch über Kloten, Trainer. Ich denke, wir haben einen grossen Austausch mit ihnen. Deswegen, ob sie jetzt da sind oder eben das Video schauen, macht es ja keinen Unterschied. Schlussendlich muss ich auf dem Eis meine Leistungen bringen. Und dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Und trotzdem, die können dann so einen Austausch mit dir haben. Aber sehr oft kommen wir zum Menschlichen, oder? Die Teams wollen nicht nur das Spiel, sondern auch den Menschen draften eigentlich. Die Combines haben wir letztes Mal Jan Bichsel dann über das Gerät gekommen. Und auf die denkt dann auch noch zu. Wie oft ist auch mal das Scout oder im Kabinengang noch ist? Oder sagt ihr, ich würde noch gerne mit dem David Reinbacher reden? Ja, vielleicht gibt es eine Serie, die regelmässig mit dir reden, ich weiß es nicht. Ja, sicher gibt es den einen oder anderen, was mit mir redet oder auch mal ein Zoom-Meeting hat, aber ich glaube, das kann man mal ausblenden, sagen wir mal so. Zeit ist jetzt da, zum da spielen, mit Kloten spielen und das andere sehen wir eben im Juni, was rauskommt. Ja gut, professionell. Genau, wirklich. Also die Antworten sind schon professionell, oder? Also in diesen Zoom-Meetings müssen wir die Fragen beantworten und so professionell wie möglich sein mit dem Scout. Genau. Das kannst du schon mal. Aber ich würde sagen, wir machen mal den Teil mit Social-Media-Fragen, die gekommen sind. Die sind weniger professionell. Ja, die sind teilweise professionell und brauchen wir sicher ein bisschen Zeit. Ich fange gerade an mit der besten Frage, also wo ich die beste gefunden habe. Es ist gekommen von jemandem, den du gut kennst, nämlich von Simon Seiler, wo jetzt bei Freiburg spielt, auch in der National League, letzte Saison noch zusammen. Und er hat gefragt, ob du nach dem Aufstieg überhaupt hast können mitfeiern können, weil du bist ja noch ein Baby gewesen, ein Baby-Emoji hat er geschickt, und weil du erst 17 gewesen bist. Wie war das gewesen, die Aufstiegsnacht? Ja, also ich muss sagen, ich bin überall reingekommen. Irgendwie haben wir schon durchgeschmuggelt. Hat er da den Kelly geschaut, dass ihr kommst? Ja, ich glaube schon, ja. Nein, also... Da haben sie dazu geschaut. Sie haben auch auf mich geschaut, damit da ja nicht zu viel passiert. Nein, es war lustig. Sicher, ja, das wirst du nie mehr vergessen. Die meisten Nacht am Stadtplatz unten feiern, auf der Bühne stehen und ohne Fans. Das war schon ein Erlebnis gewesen, muss ich sagen. Also würdest du sagen, das ist bisher der Moment von deiner Karriere? Die Frage ist nämlich auch gekommen, was ist dein grösster Moment bisher in deiner Karriere, den du nie mehr vergessen wirst? Ja, bis jetzt schon, ja. Klar will man immer noch mehr gewinnen und mehr erreichen, aber bis jetzt ist das sicher das Karriere-Highlight. Dann sind noch weitere Fragen gekommen, nämlich wenn du könntest wünschen, für welches NHL-Team du gerne mal würdest spielen, wenn du einen Wunsch frei hättest. Ein Wunsch. Ja, also sicher Nashville wegen Josi. Ich war mit ihm mal im Sommer auf Mies, vor 2 Jahren. Und er ist okay, so mein Idol, wo ich ein bisschen raufschaue. Darum würde ich sagen, mit ihm zusammenspielen wäre sicher mal ein Traum. Hast du da auch NHL gezockt oder zockst du zwischen noch NHL? Ist immer so, manchmal kommt man als Jugendlicher, das ist ein bestimmtes Team, das wählst du aus und darum ist es wie dein Lieblingsteam. Das gibt es ja dann auch. Ja, also zocken in der weniger. Ich muss sagen, ich habe jetzt da kein NHL im Moment, aber früher sicher so ein bisschen mit Kollegen eben gamed oder so, aber so ein richtiges Lieblingsteam habe ich jetzt gerade nicht gehabt. Also ich bin eigentlich so, sagt man, neutral gewesen. Sehr offen, also alle Teams sind willkommen. Aber ja. Nashville mit einem gewissen Vorteil gegen Josi, das ist ja klar. Genau. Ja. Ja, leider kannst du nie mit ihm mit den Nazis spielen. Das wäre natürlich das perfekte Duo gewesen. Du Rechtsschütz, eben ähnlich gross, Linksschütz. Das wäre natürlich perfekt gewesen an der blauen Linie. Dann machen wir da weiter.
weiter. Wie speziell war es für dich, das erste Derby zu spielen in dieser Saison, wo man in Kloten hat gewinnen können? Ja, sicher, Derby hat seine eigenen Regeln, was sicher ein cooles Erlebnis, muss ich sagen. Also, es war ausverkauft wieder. Ja, es ist einfach, Emotionen sind sicher da gewesen. Macht, ja. Du bist ja auch ein bisschen Spaß. Schuld gewesen, dass die Emotionen kommen. Ja, stimmt, sind, oder? Ja. Der freche Junge, das stimmt. Ja, das nimmt mich schon auch ein Wunder. Dort bist du vorher gefahren zum Goalie vom ZSC und hast ein bisschen berührt gehabt. Und dann ist es losgegangen mit etwa 3-4 Boxkämpfen auf dem Eis. Hast du das vorgenommen, dass du ein bisschen provozieren und sagen, hey, ich bin zwar ein Junge, aber im Derby bin ich dann schon parat? Oder ist das einfach so per Zufall, sage ich mal, passiert? Ja, also ich glaube, es war ein Zufall. Ich bin nicht der, der so auf die Haft tut, glaube ich. Ich schlägle, habe noch nie, sagen wir mal, noch nie richtig geschlägelt. Aber ja, ich habe einfach, ja, es sind Emotionen gelaufen und dann bin ich nicht führen und dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen. Ich habe noch versucht, irgendwie zum Wegschleichen. Ja, aber hast du fast, ich habe vorhin ein Video nochmal geschaut, du bist ja fast über das halbe Drittel nachgefahren, der viel bald ins Berger zum Tier wünschen. Ja. Ich glaube, das gehört auch dazu, vielleicht mal einstecken. Das passt gut, glaube ich. Aber ist das, die Frage ist schon auch ein paar Mal gekommen, ist es speziell eben das Derby zu spielen, also vielleicht eine Derby-Woche oder einen Morgen davor oder was auch immer, ist das wirklich ein Tag, wo man merkt, okay, heute ist ein spezielles Spiel, eben, wo nachher auch ein Stadion ausverkauft ist, dass man das wirklich merkt und dann nochmal zusätzlich Gas geben. Also man hat es auch gesehen, Lothar Gunnar und ich habe das Gefühl, ab dort ist es fast nur noch bergauf gegangen. Also es war so ein bisschen der Schalter gewesen, wo man das Spiel gewonnen hat, zu dem, wo man jetzt steht. Ja, sicher, es ist immer speziell. Das Derby zum Spielen. Am Morgen sind dort sind Fans am Morgen noch singen gekommen. Ja, es ist einfach ja, Emotionen pur. Man will einfach der Beste sein. Deswegen einfach alles reinhauen. Alles reinhauen oder umhauen, je nachdem. Also. Genau, ja, eins von diesen zwei. Eins von diesen zwei muss es auch sein. dann ist natürlich auch noch die Frage gekommen, dein erstes Saison-Goal, also beziehungsweise dein erstes National League-Goal, das du geschossen hast, gegen Lugano, wie du das dort erlebt hast, wie dort die Emotionen vor allem auch waren, die du dann das erste Mal getroffen hast, auch in der höchsten Schweizer Liga? Ja, also ich muss sagen, es ist relativ still geworden nachher um mich. So rum. Also es hat sich mega ruhig angefühlt, aber ja, sicher ein Meilenstein mal wieder abgehäkelt, um in der Nazia das Goal schiessen. Ich glaube, es war schön rausgespielt auch von den anderen. Mir aufgespielt und dann ein guter Screen von den anderen, dann ist es reingefallen. Also es ist sogar noch auf Sportsnet gekommen, also auf der kanadischen Seite, weil das war ein riesen Play von dir. Von hinter dem Goal im Powerplay Anlauf geholt. Führen mit Marschall und nochmal gekehrt. Also du hast sie dort dreimal berührt geschossen, Goal. Also es war ein riesiger Angriff. Und beim ersten Goal, da holt man ja immer noch den Böck. Ist das immer noch so, oder? Also ich hoffe, dass das schon immer noch so ist. Oder? Ja, das ist. Das ist daheim, so. Oder? Ja, ich wollte fragen, wo ist der Böck? Der Böck ist in der Box unter meinem Stuhl, wo ich in der Mitte sitze. ja, der ist unten dran. Ist so ein bisschen der Glücksbringer, würde man sagen. Der ist eigentlich immer dabei. Ja. Gut, sehr gut. Eben dort gibt es in Kloten den Pfahl in der Mitte, wo die Jungen hocken müssen. Bei uns auf der Webseite kann man auch sehen, das Rookie von Kevin Lindemann, wo die Jungen eigentlich alle um den Pfosten sitzen, oder? Also bist du in dem Fall auch einer, der dort sein Stühle hat und noch nicht so einen fixen Platz, sage ich jetzt mal, in der Garderobe? Ja, ich habe dort auch noch mein Stühle. Aber ich bin zufrieden, solange ich in der Garderobe sein kann. Und ja, genau, solange du drin bist, ist gut. Spass haben, passt das gut. Kann ich sicher noch mal eine Saison dort sitzen. Ja, vielleicht kannst du plötzlich über dislozieren, wer weiß. Ja, wer weiß. Und eben zum normalen Saison dort sitzen, musst du natürlich auch gut spielen. Und dann ist die Frage gekommen, du spielst zwar schon sehr gut, aber wo kannst du dich selber noch verbessern? Ich würde sagen, in der Defensivzone, so wie die sagt, ein bisschen besser sein. Und natürlich im Kraftraum. Ich glaube, als Junge musst du Herz schaffen im Kraftraum mit gegen dich gestanden mehr. Wenn du Boxauto hast oder mal einen Check fahren kannst, braucht sicher viel Energie. Aber dann bin ich jetzt am Arbeiten. Dann hoffe ich, dass ich etwas stärker wird. Ja, aber kann man auch sagen, jetzt, wenn wir, oder hast du noch ein paar Fragen, Raffi, noch mehr? Oder? Ja, ich habe noch eins, zwei, ja. Also, aber ja, stell dir jetzt erst noch.
Sicher. Nein, eben, du sagst, eben, Mann, es ist ja auch nächste Ziel, oder? Playoffs, wenn man hinkommt, oder schon mal Pre-Playoffs, ist auch wenn man das Niveau, oder nochmal aufgeht. Du hast auch noch angesprochen, bevor wir aufgenommen haben, die WM selber mit Österreich, oder? Das sind so Sachen, die schon nochmal eine Challenge wären, oder? Zusätzlich. Ich kann nochmal zum Schauen, hey, kann ich das Niveau grundsätzlich mitgehen? Kann man vorstellen, oder? Ja, sicher. Also, ich würde sagen, es war sicher auch schon eine coole Erfahrung in Deutschland gehabt, wo ich debütieren mit der A-Nazi. Es war eine riesige Erfahrung. Es ist auch nochmal ein anderes Hockey wie in der Liga. Es ist einfach härter. Man weiß, was für Zeug sind. Jeder weiß, was er macht. Ja, klar, wird man jetzt, also aus meiner Sicht, natürlich eine Weltmeisterschaft spielen. Vor allem jetzt mit so jung. Wäre sicher ein cooles Erlebnis, dann Weltmeisterschaft zu spielen, aber ich glaube, es ist von meiner Leistung abhängig, was ich jetzt mache da in der Liga. Von dem her sehen wir, was dann Ende Jahr kommt. Ich weiß gar nicht, ist die Schweiz in der gleichen Gruppe? Boah, das weiß ich gar nicht, das habe ich gar nicht dazu. Ich bin jetzt gar nicht sicher, muss noch recherchieren, Hagi, während ich die nächste Frage stelle. Ja, logisch, ich gemeint nicht, aber ich wollte jetzt einfach ein Zeichen erzählen, dann wird es um die Tore gehauen. Eben, genau. Ja. Besser recherchieren, wenn wir das. Also, die nächste Frage, die gekommen ist, ist, wer ist dein schwierigster Gegenspieler bisher gewesen? Und das ist auch eine, die ich stellen wollte, weil es ist ja auf der Redaktion bekannt, dass ich ein kleiner Fanboy von Connor Bedard bin. Und du hast ja gegen den Connor Bedard gespielt und das ist die Frage, ist er bisher dein schwierigster Gegenspieler gewesen, oder gibt es in der Nazi A noch mal einen, der schwieriger war? Oder wer ist es der all-time schwierigste Gegenspieler? All-time schwierigste? Schwierig zu sagen, es sind alle sehr gut international. Und da natürlich, eben wie ich so gegen Conor Bedard spielen, ist einfach ein riesiger Highlight. Aber er ist doch auch nur, glaube ich, ein Mensch, spielt auch nur gerne Hockey. Aber ich würde sagen, Valtteri Filppula, mit seiner Erfahrung. Es ist einfach so schwierig, gegen den zu spielen. Du weißt nie, was kommt. Er hat immer einen Trick oben. Von dem ist er schon der Schwierigste. Aber wenn ich mich richtig mal erinnere, hast du ihn doch noch hässlich gemacht. Dann hat er den Stock zwischen die Beine geschlagen und musste gut duschen, oder? Das bist du, der dort getroffen wurde? Ja, das bin ich. Aber dort hat er sich entschuldigt. Also, okay. Ich habe dann noch einen Stock für ihn gekriegt. Das ist auch noch eine schöne Geschichte. Aber ist er irgendwie provoziert oder was? Oder? Nein, es war eigentlich so eine so unglückliche Situation. Also ja, ich wollte für den Berg gehen. Und er hat dann meinen Stock wegnehmen. Und dann hat er sich ein bisschen verschätzt. Ja, es geht schnell. Aber ich glaube, es war eine zu hohe Strafe gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Ist jetzt passiert. Ich kann mich erinnern, es ist dumm gelaufen, aber halt, ja, auch nicht gerade unbedingt natürlich eine schöne Aktion, grundsätzlich, das ist klar. Ja. Aber er ist schon ein beeindruckender Spieler, glaube ich, so von einem anderen schon mal gehört. Er ist einer, der enorm viel Druck auf dem Stock hat. Also ihm den Stock zu haben, ist auch schwierig, deutsch gesagt, weil er einfach so eine Kontrolle einfach auch hat. Also so, ja, ich weiß nicht, du sagst, er ist beeindruckend, was er macht. Was ist es vielleicht bei ihm noch? Eben speziell, ist von der Spielweise, die vielleicht auch schwierig zum Verteidigen ist, grundsätzlich. Ja, sicher in der Ecke, wie er die Scheibe abdeckt. Du kommst also kaum an. Es ist einfach, ja, und dann, wie er den Stock hebt, einfach der Druck rauf, ist einfach, ja, man weiß, der hat es verdient, um im Triple Gold Club zu sein. Ich wollte gerade sagen, er spielt im Triple Gold Club, ist 38 und dominiert immer noch die National League, ist jetzt der zweitbeste Scorer hinter dem Dido. Also schon verrückt, neben anscheinend auch noch ein grosser Sportsmann, oder? Ich meine, er hat sich entschuldigt für die Aktion, es macht auch nicht jeder noch einen Stock geschenkt. Also von ihm kann man, glaube ich, sehr viel lernen, oder? Ja, sicher. Ich habe auch viel Gutes gehört eben von Keanu Dierungs, der jetzt von Genf zu uns gekommen ist, sehr professionell ist. Ja, so einen würde man sicher gerne im Team haben und aufschauen und lernen. Was sagt der WM noch nachgeschaut? Einfach es noch einschieben. Er hat einfach darauf wetten, er hat auch recht gehabt. Also, ihr seid mit Deutschland in der Gruppe, aber mit der Schweiz, wenn wir von den Nachbarländern reden. Ja. Die Schweiz ist in dieser Gruppe. Okay. Vielleicht dann im Viertelfinale, wer weiß. bei der WM muss ich schon noch mal nachfragen, wegen Bedard vor allem auch. Wir haben dort 0-11 verloren gehabt gegen Kanada, der Bedard 2 Goal, 4 Assists und eben er wird ja wahrscheinlich als Nummer 1 draftet im Sommer. Was macht es so schwierig gegen eben so ein Jahrhunderttalent spielen? Ich meine, ich habe das nur am Fernsehen gesehen, aber selber gegen ihn auf dem Eis
also ja, was macht er noch viel besser als alle anderen? Also wahrscheinlich überall alles, aber gleich, was ist dir am meisten aufgefallen bei ihm, wo du jetzt gegen ihn auf dem Eis warst? Ja, ich glaube, viele wissen, damit er einen sehr guten Schuss hat. Das gibt ihm gleich mal einen gewissen Respekt. Du gehst gleich mal ein weiter zurück, weil du weißt ja nie, ob jetzt ein Schuss kommt und blocken musst. Aber ich glaube einfach, er schaut so gut voraus. Er hat so eine brutale Übersicht, was der für Pass spielt, ja, ist Wahnsinn. Ich muss sagen, ich habe das Finale geschaut und ich habe einfach gestaunt, was der mit seinem jungen Alter macht. Ist schon eindrücklich. Es ist schon krass, du bist selber auch enorm gut und siehst einfach das nochmal, ja, nochmal so einen Unterschied, das haben wir schon enorm beeindruckt, etwas anders nach der U20 WM. Wie ist das eigentlich? Haben wir da den so einen Austausch mit anderen Mannschaften? Jetzt ist ja, wo Corona war, das haben wir es eh nicht können, eigentlich jeder im Zimmer müssen sein, jetzt ist vielleicht immer wieder möglich, dass man sogar im gleichen Hotel ist, ich weiß es nicht. Inwiefern hat es auch mal einen Austausch mit einer anderen Mannschaft gegeben, vielleicht sogar mit den Kanadiern, mit einem Spieler, wo man auch mal über die eigene Nationalmannschaft raus vielleicht Kontakt hat? Ja, es hat sicher das eine oder andere Treffen gegeben. Danach, wo die Schweizer gekommen sind, habe ich mich sicher mit Teamkollegen getroffen, kurz mal geredet. Aber sonst bist du eigentlich relativ, ja, nicht isoliert, aber halt so ein kleiner Teambubble. Bist du einfach mit dem Team immer unterwegs. Ja, aber ich glaube, heutzutage ist das Handy sehr hilfreich. Du kannst ihn anrufen oder schreiben und dann ist eh ein Austausch da. Aber du 20 WM ist nicht so erfolgreich gewesen. Also du persönlich hast gut gespielt. Haben wir können nachlesen, aber für Österreich nicht so. Sie sind abgestiegen gegen Lettland. Wie hast du die Abstiegsspiele erlebt? Also es sind ja wieder grosse Spiele gewesen, oder? Du hast schon Playoff-Final Swiss League gespielt gehabt, aber dann ein Abstiegsspiel mit der eigenen Nation. Wie war das für dich? Ja, ich muss sagen, ich habe das erste verpasst. Ich bin noch krank geworden. Ja, habe das dann stimmt, noch stimmt, ja. Angeschlagen gespielt, aber ja, ich würde sagen, sie sind nicht viel besser gewesen wie mir. Ich glaube, uns hat einfach noch die Erfahrung gefehlt. Viele neue Spieler gehabt, viele junge. Ja, jetzt ist es so, jetzt können wir es leider nicht mehr ändern. Klar, nicht so, wie wir es wollen, haben es rausgekommen, aber ja. Es ist vorbei, abschliessen. Jeder soll die Erfahrungen mitnehmen, was er gelernt hat. Und dann hoffen wir, es mit dem nächsten Jahr wieder aufkommen. Ja, sind wir mal gespannt. Das U20, wir haben so die zweite Division, ist ja, glaube ich, ist, Anfang Dezember oder Mitte Dezember noch ein Turnier. Im Normalfall, ja. Ja, ob du dabei kannst sein, musst du nicht schauen, denke ich, oder ob das dann auch dort geht. Für die U20 haben wir schon eh frei gegeben, aber für die B-Division ist es schwierig. Aber sicher für euch auch zu hoffen, dass ihr rasch raufkommt. Das würde ja, hilft sicher natürlich auch grundsätzlich für die Juniorenbewegung, denke ich jetzt mal. Ja, sicher. Ich glaube, das Ziel ist auch gewesen, damit wir oben bleiben, weil es ist einfach eine riesige Erfahrung und Erlebnis, mal so quasi AWM oder halt U20 AWM spielen. Ja, jetzt hat es leider nicht geklappt. Wie gesagt, wir müssen jetzt einfach das abhaken, die Sachen mitnehmen und dann hoffen, dass wir wieder gerade aufsteigen. Ja, mit Aufsteigen hast du eine Erfahrung, oder? Also die Erfahrung, ja, die können wir nicht einnehmen. Erfahrung würde ich jetzt nicht gerade sagen. Also ich bin dabei gewesen, habe auch gespielt, aber als Erfahrung will ich mir jetzt noch nicht erklären. Ich habe noch ein spannendes Zitat gefunden in der österreichischen Zeitung. Also wenn man den Namen eingibt, dann kommen ganz viele Berichte, vor allem von österreichischen Zeitungen, logischerweise. Und eine Zeitung hat geschrieben, David spielt schon wie ein Goliath. Wie, was macht so ein Zitat mit dir? Also liest du das überhaupt, wenn du das siehst? Oder ist dir das auch egal? Also spielst du einfach dein Spiel? Oder ist das noch eine spezielle Ehrung, sage ich jetzt einmal, wenn man so etwas über sich selber lesen darf mit 18? Ja, ich glaube, viel tue ich nicht lesen. Klar, manchmal im Familienchat, Oma und Opa sind mega stolz. Schicken mal etwas hin, dann liest du natürlich auch mit. Aber sonst versuche ich es relativ zum Ausblenden. Ja, es sind ja nur Wörter, würde ich mal sagen. Oder einfach ja, Gerüchte, sagen wir mal so. Schlussendlich muss das stimmen auf mich. Und dann ja, passt das schon.
Ja, spannend auf jeden Fall. Ich glaube, sie werden bald in einer Stunde. Unsere ominöse Stunde, die wir noch mal probieren einzuhalten. Gell, Alsi? Hast du eine spezifische Frage noch, oder eine Somi-Frage, die ich unbedingt stellen muss? Ich habe alles abgeklappert. Ich habe da, glaube ich, alle Fragen gestellt. Also, hast du alle Höckel gemacht? Ja, alle abgehögelt. Ich glaube, alle Kloten-Fans sind zufrieden, wenn sie den Podcast hören. Sie haben ihre Fragen, oder vielleicht sind es auch nicht Kloten-Fans, haben ihre Fragen gehört, die wir am David Reinbacher haben können stellen. Ja, ich weiß nicht, Hagi, wenn du noch eine spezielle Frage hast, dann go for it. Ja, ich glaube, so etwas alles, was ich habe fragen wollte. Nicht Social Media, aber einfach sonst. Ich glaube, es hat jemand gefragt. Nein, ist auch spannend. Ich finde es auch beeindruckend. Wirklich Respekt von dem, mit dem Alter. Einerseits die Leistung, aber eben auch das können einzuordnen, weil ich weiß nicht, ob ich so etwas hätte können in diesem Alter. Wie du es gesagt hast, es bringt dir nichts, wenn du abhebst, weil es hilft dir nachher nie. Die Leistung muss schlussendlich stimmen. Und ja, ich meine, jetzt für die restliche Saison, gleich vielleicht noch, was setzt man sich persönlich Ziel oder schaut man einfach, wie du sagst, Tag für Tag zu gehen aufs Eis und probiert einfach das Beste zu geben? Oder gibt es so gewisse persönliche Ziele, die du jetzt noch setzt bis und mit Ende der Saison? Ja, ich glaube, sicher gibt es Ziele, wo man sich immer setzt. Natürlich immer mehr spielen wollen, noch mehr oder noch größere Rolle kriegen. Ja, und dann einfach eben die AWM ist sicher das Ziel von mir, wenn ich dort spielen könnte. Und dann bin ich eigentlich relativ glücklich mit dieser Saison, was da war. Und alles andere kannst du eh nicht 100% beeinflussen. Eben Draft Combines natürlich werden ziemlich sicher kommen und der Draft selber. Da sind wir dann auch gespannt. Das ist sicher da nochmal etwas, wo ein bisschen Nervosität irgendwann kann fördern kann, denke ich jetzt mal. Moment. Ist das noch ein bisschen weiter weg, hätte ich jetzt mal gesagt. Also Juni ist wirklich noch... Ist noch ein weg. Stückchen zum Gehen. Eben, genau. AWM würde sicher natürlich ein cooles Erlebnis mal Nummer 1. Also, ich hoffe, das geht in Erfüllung. Wäre geil natürlich. Einerseits für dich und natürlich auch aus unserer Sicht. Wenn man sagen, hey, schau, da haben wir schon bei uns Gast gehabt, ist jetzt der AWM, einer mit dabei. Absolut. Wirklich, können wir in CV reinnehmen? Genau, wenn wir CV reinnehmen. Nein, auf jeden Fall hätte ich gesehen, auf meiner Seite viel Erfolg. Sie ist schon mit Claude natürlich, weil also so wie das hier läuft, momentan würde mich nicht überraschen. Sie ist schon am Platz 6 unterdessen, also von dem her, es geht das Stärkste auf. Und natürlich eben auch, dass es mit der Nazi funktioniert, ja. Danke, Raffi. Ja, danke vielmals, bist du dabei gewesen. Es war natürlich cool gewesen. Und ich bin auch gespannt, was da mit Claude noch geht. Ob da direkte Playoffs sogar, Pre-Playoffs, was da möglich ist. Und natürlich verfolge ich gespannt natürlich auch deinen Weg und danke vielmals, hast du Zeit genommen. Ja, danke euch. Danke, dass ich da dabei sein darf. Danke. Ja, hoffe, es war okay gewesen. Und die Rückmeldung bei Kloten noch nicht plötzlich kommt. Das war scheiße gewesen mit diesen zwei Jungs. Nein! Nein. Aber ich bin auch ein grosser Kloten-Fan, von dem her passt das ja gut. Aber du hast gesagt, da kann ich mitmachen. Das war safe gewesen. Der Chef-Hooligan auch dabei. Auf jeden Fall danke für mal David, danke für mal Walsi. In der Woche natürlich haben wir noch nicht ganz bestimmt, was wir machen, aber wir werden wieder etwas machen. Sind wir sicher mit einem Gast. Für diese Woche war es, darum sage ich pack auf. Und das ist das 1:0. Wahnsinnsmöglichkeit hier. Fantastisch!